Ja zur Heimat ist unser Motto. Wir gehen für die Sicherheit unserer Kinder und Enkelkinder auf die Straße. Und auch ihr solltet jetzt eine Jacke anziehen und euch mit einreihen, denn die Entscheidung des Stadtbezirksbeirates ist der erste Schritt. Die Containereinrichtung auf der Pollaer Landstraße wurde vorerst abgelehnt und wird am 11.05. dem Dresdner Stadtrat vorgelegt. Herr Hilbert hat ja bereits gesagt, wenn die Containerunterkünfte blockiert werden, dann nehmen wir Turnhallen und die Messe in Beschlag. Das soll er machen. Der Protest wird dann umso mehr anwachsen, denn diese Menschen haben nichts in der Nähe von Kindergärten und Schulen zu suchen. Von mir aus macht die Messe dicht und sperrt die dort ein, aber baut einen Zaun drum. Sonst werden wir vor der Messe jeden Tag Demonstrationen anmelden und dafür sorgen, dass dann genug Polizei vor Ort ist. Wir lassen uns nicht mehr bevormunden durch einen Bürgermeister, der nicht ordnungsgemäß gewählt wurde. Er sollte ganz still sein und sich am besten ganz tief unter dem Schreibtisch verstecken. Wir lassen uns das nicht gefallen, Herr Hilbert. Und wenn Sie Flüchtlinge aufnehmen wollen, in Ihrer Villa hier am Magnusplatz, dort ist eine Wiese davor, dann bauen Sie dort entsprechende Unterkünfte, aber nicht in unserer gemütlichen Vorstadt. Das ist unsere Stadt und wir lassen uns nicht wählen.